Der Facharzt spricht von Palpitationen. Diesen Begriff werden die wenigsten vielleicht von Ihnen schon mal gehört haben. Die Symptome hat der ein oder andere vielleicht schon verspürt. Herzstolpern oder Herzklabaster ist heute unser Thema bei Gut geht's, dem Gesundheitstalk. Gemeint sind damit zusätzliche Herzschläge, die uns kurzzeitig aus dem Rhythmus bringen können. Oder vielleicht auch ein fehlender Herzschlag, der diesen Rhythmus zerstört. Doch ist das sogenannte Herzstolpern eigentlich gefährlich? Nikotin oder Alkohol können die Auslöser sein. Plötzlich macht das Herz sprichwörtlich einen Sprung und stolpert. Das wird von den Betroffenen oft als unangenehm empfunden. Beim Fußballspielen ist das aufgetreten, wenn ich immer ruckartige Bewegung gemacht habe. Dann hat sie das praktisch auf eine Pulsfrequenz von 240 nach oben geschraubt. Wenn man nicht darüber informiert ist, dann ist es schon unangenehm, weil man sich Sorgen macht. Man bekommt Angst. Weil man meint, jetzt ist es soweit, dass man auf der Stelle stirbt, weil es ist wie so ein Maschinengewehr im Herzbereich. Man hat wirklich Angst, obwohl es eigentlich gar nicht so schlimm ist, kann man mit einer zweistündigen Untersuchung, wenn man Glück hat, kann man das beheben. Ich bin darüber informiert. Ich weiß, was es bedeutet. Bei vielen Menschen ist schon einmal Herzstolpern aufgetreten und manchmal hüpft das Herz ja auch aus anderen Gründen. Er hat vielleicht manches Mal eine andere Ursache, aber sicher keine medizinische. Herzstolpern. Tschüss. Ja, Dr. Haug, die Dame meint wahrscheinlich die Frühlingsgefühle, die bei uns jetzt erblühen. Aber darum soll es heute nicht gehen. Das ist nicht gemeint. Herzrasen, Herzklopfen in dem Fall nicht das Thema, sondern Herzstolpern. Mhm. Was ist das überhaupt? Ich habe es noch nie vorher gehört, den Begriff. Also unter dem Herzstolpern verstehen wir das zusätzliche Auftreten von Herzschlägen, die entweder vom Vorhof oder von der Herzkammer kommen können. Wir bezeichnen es als Extrasystolen. Und interessanterweise ist es wirklich so, dass manche Menschen die Extrasystolen überhaupt nicht registrieren. Und andere, die merken jede einzelne. Und die leiden sehr stark darunter und fühlen sich auch geängstigt. Das heißt, ich kann das schon gehabt haben, wenn ich hier stehe, ohne dass ich es gemerkt habe? Richtig. Also durch die Anfertigung von Langzeit-EKGs aus anderen Gründen, also 24-Stunden-EKGs, wissen wir, dass sehr viele Menschen, besonders wenn sie älter werden, Extrasystolen haben. Und wie gesagt, manche merken das überhaupt nicht. Manche werden erst sensibilisiert, wenn sie mal den Blutdruck messen zu Hause und auf einmal merken bei der automatischen Pulsmessung, hoppla, da fehlt ein Schlag oder da ist irgendwas anders. Oder wenn sie Sport beginnen mit dem Pulsgurt, auf einmal merken sie, da sind ja noch Extraschläge da. Ja, wie beim EKG, Sie sagen, da merkt man es, wenn ich jetzt natürlich sensibilisiert bin auf dieses Thema. Mein Herz schlägt schneller, ich trinke vielleicht zu viel Kaffee, Herzrasen, das ist ja was anderes. Also ich muss da jetzt nicht überempfindlich in diese Richtung denken, oder? Also Herzrasen ist ein anderes Thema, da haben Sie völlig recht. Das kann natürlich bedingt sein jetzt durch Kaffeegenuss, dass das Herz einfach schneller schlägt oder wie in dem Trailer angesprochen, eben wirklich Rhythmusstörungen vorliegen, die dann also auf 240 das Herz beschleunigen, die dann auch entfernt werden können oder beseitigt werden können. Das ist sicherlich ein anderes Thema. Also wir sprechen heute eher über dieses Herzstolpern, also was eben häufig wahrgenommen wird. Und meistens, oder sagen wir mal so, es gibt zwei Ursachen dafür. Die eine Ursache, die große Ursache ist extern, also nicht mit dem Herz in Zusammenhang stehen. Das kann zum Beispiel eine Schilddrüsenüberfunktion sein oder es werden zu viele Schilddrüsenhormone eingenommen. Okay. Es kann sein ein Kaliummangel, also hat mit dem Herz eigentlich nichts zu tun, aber beeinflusst das Herz. Und dann gibt es natürlich die Dinge, die das Herz betreffen. Das kann, ist meistens harmlos, also meistens sind harmlose Ursachen, aber es kann natürlich auch mal eine Herzmuskelentzündung dahinter stecken oder eine Durchblutungsstörung des Herzens oder ein Herzklappenfehler. Und deshalb sollte man schon, also wenn das erstmals auftritt, eine kardiologische Untersuchung durchführen lassen, um einfach mal nachzusehen, was ist denn da überhaupt los? Weil es auch tatsächlich gefährlich werden kann oder schon ist. Nun, die Herzstolperer selbst sind eigentlich nicht gefährlich, aber sie können unter Umständen ein Hinweis sein auf eine zugrunde liegende gefährliche Erkrankung, so muss man sagen. Diese einzelnen Aussetzer sind nicht gefährlich. Aber ich spüre den ja selbst nicht. Also wie gesagt, man kann es ja nur messen. Was kann ich denn dann dagegen tun, wenn ich selbst das jetzt gar nicht wahrnehme? Also wenn jetzt das überprüft wurde kardiologischerseits und es stecken keine ernsthaften Erkrankungen dahinter, dann wird die Behandlung in der Regel so ablaufen, dass man zunächst versucht, den Kaliumwert in den hochnormalen Bereich einzustellen. Das heißt, der Kaliumwert ist normal zwischen 3,5 und 5,1 und 3,6 ist auch noch normal, aber wir wissen, wenn er bei 5 liegt, der Kaliumwert, dann haben wir weniger Extrasystolen, weil die Herzmuskelzelle weniger regbar ist. Wir können das durch die Ernährung beispielsweise versuchen. Das heißt, Bananen haben sehr viel Kalium, getrocknete Aprikosen, tropische Früchte, Tomaten, haben alle sehr viel Kalium. Das sollte man dann erstmal zu sich führen, eventuell auch in Form von Tabletten. Magnesium kann hilfreich sein. Man sollte viel trinken, weil manche Menschen bekommen erst dann die Extrasystolen, wenn sie zu wenig trinken. Und dann ist ganz wichtig, Alkohol meiden. Und manche, Nikotin auch, wie wir im Beitrag gesehen haben. Vor allem der Alkohol. Also manche Menschen sind sehr empfindlich auf Alkohol und bekommen die Rhythmusstörung nur dann, wenn sie Alkohol trinken.
Und dann können auch noch die Fischöle eventuell helfen, die Omega-3-Fettsäuren, entweder durch Kaltwasserfischgenuss oder Fischölkapseln, die können ebenfalls den Rhythmus stabilisieren. Gut, wir fassen zusammen, wir leben gesund, wir trinken viel Wasser und das heute dann wahrscheinlich auch im Biergarten. Unser Thema heute, Herzstolpern. Falls Sie was verspüren, dann doch am besten den Arzt aussuchen, der weiß dann genau Bescheid. Dankeschön, Dr. Hauck, und das war unser Gesundheitstalk. Gut geht's.